Herzlich willkommen zurück zu VGC Wi-Fi Battles. Ich hoffe, euch hat die letzte Episode gefallen. Ich hatte gerade mitten einen Anruf gekriegt, als ich dabei war, eine Episode aufzunehmen. Da konnte ich den Kampf leider nicht aufnehmen. Was auch besser so war, das war ein echt peinlicher Kampf. Aber gut, ich hatte auch, weil ich gerade mit einem Anruf war, jetzt nur ganz schnell noch irgendwie mein Team zusammengestellt. Wurde direkt in der ersten Runde beide Pokémon ausgenommen, war sehr peinlich. Wir kämpfen gegen Brix aus Deutschland, also Deutschland, Niedersachsen, Boki LP auf YouTube. Okay. Werde ich mir gleich nachher mal angucken. Was hat er denn hier? Er hat ein das. Wie starte ich da am allerdürfsten? Simsala, Utsasa, warum nicht? Lucario und Felinara. Aber doch lieber Meistergriff gegen. Ja, jetzt ist es zu spät, jetzt ist schon auf bestätigen gedrückt. Aber vielleicht doch eher Meistergriff gegen. Gegen Despota. Aber vielleicht bei den ganzen. Vielleicht dadurch, dass ich Meistergriff dabei habe, wird er Despota nicht mitnehmen. Mal schauen. Gucken wir mal, wie dieser Kampf hier jetzt ausgehen wird. Ich hoffe natürlich total gut. Ja, wir nehmen immer noch dasselbe Team, wie wir es in der letzten Episode hatten. Und, ja, Fiaro Despota. Ich hatte gehofft, kein Despota. Das heißt, mein Fokusgurt ist sowieso dahin. Ist hiermit offiziell dahin. Dann kann ich auch einfach den Sandsturm auf Fiaro machen und Despota schlafen legen. Also nicht. Nee, was habe ich jetzt gerade? Psychokinese. Tja, Fokusgurt. Und ich glaube nicht, dass Despota schneller ist als ein Simsala. Ah, es hat Sägesang, interessant. Aber hier kommt jetzt die Psychokinese. Sollte Fiaro ausnocken. So sollte das sein. Hier kommt der Steinhagel. Hutsasa wehrt es ab und Simsala ist sowieso ausgenockt. Wird sowieso, wär's ja sowieso durch, durch den Sandsturm. Hier kommt die Pilzspore. Despota schläft. Was schon mal sehr gut für uns ist. Ich bin mir nicht sicher, was er jetzt reinruft. Wahrscheinlich, ja, Fiaro ist jetzt ausgeschaltet. Das heißt, ich habe, denke ich, keine Probleme für Lucario. Ich merke gerade, ich hatte überhaupt keine physischen Attacker mitgenommen. Oh, da muss ich jetzt hoffen, dass so eine vierfach effektive Aurasphäre von, Da kommt Knackrack. Dann benutze ich lieber Drachenpuls auf Knackrack. Und nur für den Fall, weil ich habe wieder Angst, dass ich jetzt einen Walschall-Knackrack habe, weil es ist ja wirklich sehr beliebt. Und da so ein Erdbeben überlebt Lucario nicht. Despota schläft tief und fest. Keine Ahnung, was Despota vorhatte. Wahrscheinlich Schutzschild. Jetzt kommt das Erdbeben. Es könnte Lucario gewesen sein. Ja. Leider. Das ist jetzt etwas doof. Ich hätte vielleicht doch wechseln sollen. Naja, boah, wir haben ja schon gesehen, dass. Wir hatten ja schon mal gesehen, dass so ein. Dass so ein Erdbeben Lucario einfach ausnockt. Und ja, ich schläfe beide ein. Smogon-Regeln gelten hier nicht. Smogon-Regeln sind nicht die richtigen Regeln. Das wollte ich schon immer mal nochmal gesagt haben. Smogon-Regeln sind nicht die richtigen Regeln. So, Zauberschein. Und Gigasauger. Knackrack schläft tief und fest. Despota schläft tief und fest. Ich bin mir nicht sicher, ob das Zauberschein. Ich meine, es ist sehr effektiv gegen Despota. Knockt es aber aus. Super. Felinara, du machst deine Sache echt gut.
Jetzt kommt der Gigasauger auf Knackrack. Erledigt Knackrack fast. Sehr, sehr knapp. Und ja, jetzt kommt der Sandsturm, aber meine Überreste werden den Sandsturmschaden schon wieder annullieren. Keine Sorge. Und, ja, mal gucken, was er jetzt noch als letztes Pokémon hat. Wahrscheinlich Flunkiefer. Ja, Flunkiefer. Gut, Bedroher macht mir jetzt nicht ganz so viel. Ich überlege jetzt gerade. Ich bin schneller als... Bin ich schneller als ein Flunkiefer? Ich glaube, ich bin schneller als ein Flunkiefer. Aber mit Zauberschein, ich kann es nicht riskieren. Ich muss Zauberschein benutzen. Ich kann es nicht riskieren, dass Knackrack überlebt. Außerdem kann ich Flunkiefer ja immer noch schlafen legen. Das kann ich ja immer noch machen. Oh nein, Knackrack ist aufgewacht. Benutzt Schutzschild. Ach, na gut. Benutzt Schutzschild. Scheiße, Flunkiefer ist doch schneller. Felidara! Nein! Nein, Felidara! Verdammt! Hätte ich doch lieber das Wutpulver benutzt. So, Hutsacher nimmt ein bisschen Schaden. Und er hat bestimmt die Feuer, den Feuerzahn. Oh. Schauen wir jetzt mal. Gigasauger auf Knackrack. Das macht es auch genau dann auf. Warum? Oh ne, Drachenklaue. Die könnte ich überleben, werde ich auch überleben. Und Sporen wird. Okay, das ist lustig. Das ist wirklich sehr lustig, dass er jetzt da mit dem Sporen wird, dass er erledigt. Oder dass er dadurch einschläfert, aber ich werde es sowieso jetzt erledigen. Das ist kein Problem. Gut, das ist erledigt. Ich kriege aber leider kaum Leben wieder zurück. Da habe ich ja dann trotzdem noch mein... Also es schläft immer noch. Wenn ich jetzt Pech habe, wacht es gleich sofort auf. Bin mir auch nicht sicher, ob ich irgendwie großartig Schaden vornehmen... Ich bin mir wirklich sicher, ob ich von Flunkiefer irgendwie großartig Schaden einstecken kann. Schauen wir mal, ob Hutsacher das jetzt noch rumreißen kann. Ich bezweifle es gerade. Ich bezweifle gerade wirklich, dass das noch irgendwie rumreißen kann. Aber ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Ich werde weiter Gigasauger benutzen. Ja, was soll ich sonst machen? Hätte ich Wutpulver benutzt. Dann hätte ich da, hätte meinen Hutsasser Schaden genommen. Felinara hätte überlebt. Na, ich habe irgendwie gedacht, dass ich schneller bin als ein, Flunkiefer. Wieso habe ich gedacht, dass Felinara schneller ist als Flunkiefer? Und Flunkiefer ist aufgewacht, benutzt erstmal Schwerttanz. Okay, das sieht schon mal nicht gut aus. Wird bestimmt irgendwie Eisenschädel benutzen. Hat Eisenschädel eine Chance, daneben zu gehen? Ich hoffe doch. Ich habe echt nur die einzige Möglichkeit, ihn langsam runterzusetzen. Ich weiß nicht, ob ich in fünf Attacken was ausrichten kann. Komm, überlebst! Na gut. Irgendwie klar, dass das nichts mehr wird. Aber war ein guter Kampf, Brix. War sehr knapp. Hätte ich Wutpulver benutzt. Warum habe ich gedacht, dass ich schneller bin als ein Flunkiefer? Warum habe ich das gedacht? Warum? Naja, gut. Wir haben noch einen zweiten Kampf vor uns. Hoffentlich läuft dieser etwas besser als der gerade. Ja, ich möchte gerne weiterkämpfen. Ich möchte liebend gerne weiterkämpfen. Kampfbox. Und hoffen wir mal, dass das hier jetzt weitaus besser läuft. Herausforderung annehmen. Wir haben derzeit 3 Siege und 4 Niederlagen. Okay, eine Niederlage war jetzt gerade, weil da habe ich nicht aufgenommen. Wir kämpfen gegen John aus Indiana. Hoffentlich geht das jetzt irgendwie besser. Er hat gar nichts. Okay, er hat ein Megabarnett. Interessant. Sehr interessant. Krabumpf ist keine Fee, ne? Entweder Megabarnett oder Megagurak. Schätze eher Megagurak. Wobei, warum sollte man einmal messen ein bisschen? Wahrscheinlich hat er beides und dann guckt er, was eher passt. Das halte ich für gut möglich.
Wenn ich mir das so angucke. Meistergriff, Simsala, Lucario. Und Felinara. Ja. Oder wirklich Felinara. Ja, nee, lieber Fiaro. Vielleicht auch eher anstatt Simsala lieber Fiaro. Also Fiaro an Meistergriff Fiaro an erster Stelle. Klingt gut. Klingt gut, weil dann könnte ich nämlich, glaube ich, den Großteil seines Teams mit einem Prioritäts-Bravebird vielleicht ausnocken, vielleicht auch einfach bloß noch genug Schaden machen. Und ansonsten, ja. Ich könnte auch überlegen, Walband, aber dann müsste ich den Rückenwind wieder von Fiaro wegnehmen, aber ich habe sowieso meistens kaum die Möglichkeit, mal wirklich Rückenwind zu nutzen. Oder mal Rückenwind auszumachen, weil die direkt immer solche Gefahren haben, die ich sofort neutralisieren muss. Vielleicht muss ich mein Team auch bloß ein bisschen umgestalten, dass ich mal die Chance hätte, Rückenwind zu benutzen. Aber schauen wir mal. So, John will mit dir kämpfen. Ich schicke Meistergriff und Fiaro in den Kampf. Der Explode und Neuwirn. Ah. Ich verstehe, was du vorhast. Ich verstehe, was er vorhat. Ja, das tue ich wirklich. Ich weiß, dass ein Sturzflug. Oder? Nee, ein Sturzflug erledigt. Du Hafen hier nicht. Aber Krabums könnte ich vielleicht mit einem Prioritätssturzflug ausschalten. Aber ich verstehe, was er vorhat. Beide haben dann nämlich irgendwie Telepathie und Schutz. Und dann macht er die ganze Zeit diese doofe Attacke da. Weißt du noch gleich. Überschallknall. Da kriegt er Angst. Meistergriff benutzt Schutzschild. Wahrscheinlich benutzt jetzt sein Krabums auch Schutzschild. Nur um mich zu ärgern, aber dann wüsste ich, dass mein Meistergriff schneller ist als sein Krabums. Komm! Ah, so knapp. So knapp. So knapp. Und jetzt kommt der Überschallknall. Meistergriff schützt sich. Mein armes kleines Fiaro ist tot. Ja. Da konnte ich wirklich nichts mehr machen. Und ich schicke Simsala in den Kampf. Ich schicke wirklich Simsala in den Kampf. Weil, ja genau, hier mit Meistergriff benutze ich jetzt Tempohieb auf Krabums. Und den Energieball auf... Den Energieball auf Landturn. Oh, da bin ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Nee, Moment. Nee, lieber Psychokinese. Lieber Psychokinese, weil dann kriege ich noch Stab. Plasmaschauer, was macht das denn? Das macht Plasmaschauer. Von der Attacke habe ich noch nie was gehört. Sein Krabums ist erledigt. Und hier kommt die Psychokinese. Ich weiß nicht, wie viel das aushält. Ja, genug. Was macht Plasmaschauer? Ich habe von der Attacke noch nie was gehört. Mal gespannt. Da kommt jetzt Lurak. Der macht sowieso Hitzewelle, ne? Ich würde sowieso die Hitzewelle machen, dann mache ich. Ja, Psychokinese auf Landturn. Ist Landturn so schnell? Ist Landturn so schnell? Ha. Huh. Ich hab irgendwie Angst. Ich habe aber mehr Angst vor dem Klurak. Weil das kann dann mein armes Lucario ausnocken. Und das wäre blöd. Ich muss einfach hoffen, dass mein Meistergriff überlegt. Vielleicht hätte ich doch lieber Tempohieb, aber Lurak wehrt Tempohieb ab. Okay, es benutzt. Da hätte ich doch lieber aufs Landturn gegangen. Psychokinese da. Landturn setzt den Ladung. Ah, Ladungsstoß. Interessant, ja. Oh, und ich krieg die Paralyse. Ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr. Alter.
nämlich das Teil ärgern. Da krieg ich die Paralyse. Krieg ich natürlich genau dann, wenn ich es nicht gebrauchen kann. Nützt alles nix. Nützt alles nix. Simsala ist eigentlich so gut wie erledigt. Ach, Mann. Wäre ich doch lieber, wie es mir gesagt hätte. Ah, geh auf Landtouren. Aber ich habe so große Angst vor... Aber jetzt kommt natürlich der Step-Flammenwurf in der Sonne. Der Flammenwurf in der Sonne. Da geht dieses Match dann auch nicht so gut aus. Und natürlich trifft er die Hitzewelle. Ich hätte ja auch noch daneben gehen können. Okay, jetzt habe ich gerade gar keine Chance mehr. Jetzt habe ich nur meinen Lucario ohne irgendwelche Prioritätsattacken. Und ich kann nicht beide auf einmal ausknocken. Drachenpuls auf Ohafnir. In der Hoffnung, vielleicht bin ich schneller und dann kann ich es noch ausknocken. Ich glaube ja nicht. Aber was soll ich ganz ehrlich sonst noch gerade großartig machen? Nö, ich bin natürlich nicht schneller. Und das war dann auch Lucario, weil... Nö. Gut. Nochmal verloren. Ach ja, wie wunderschön. Wir werden es im nächsten Mal nochmal mit diesem Team versuchen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet dann auch das nächste Mal wieder ein, weil ich dann hoffentlich nicht ganz so peinlich verliere. Wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, das hilft uns nämlich wirklich sehr, dann können unsere Videos leichter gefunden werden. Schaltet das nächste Mal wieder ein, schreibt mir doch irgendwelche Kommentare, was ich hätte besser machen können, wie ich mein Team verbessern könnte, was ich insgesamt alles besser machen könnte. Ich will gerne mir anhören, was ihr mir zu sagen habt. Ansonsten, ja, hoffe ich, euch hat es gefallen und bis dann.